Ein Lied für U3-Kinder, um den Winter zu verabschieden und den Frühling zu begrüßen. Also da ist mir Folgendes gerade eingefallen. Im Winter ist es kalt, da schläft der Bär im Wald. In seiner Höhle ist es schön, der Bär will nicht nach draußen gehen. Im Winter ist es kalt, da schläft der Bär im Wald. Doch kommt die Frühlingszeit, dann macht er sich bereit. So, wie ging's denn jetzt weiter? Die warme Sonne scheint so schön, da will der Bär nach draußen gehen. Jetzt ist es nicht mehr kalt, der Bär läuft durch den Wald. Und jetzt ist mir sogar eben noch eine dritte Strophe eingefallen, weil es ist ja kein typisches Winter- oder Frühlingslied, wo man eigentlich von grün, alles wird grün und die Blumen fangen an zu blühen. Und da habe ich gedacht, da könnte man vielleicht noch eine dritte Strophe machen. Tap, 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 tap. Er läuft bergauf, bergab. Jetzt werden alle Bäume grün und auch die bunten Blumen blühen. Die Bienen fliegen auch. Bald gibt's Honig für den Bauch. So, das war jetzt meine Idee und ich glaube, ich finde es eigentlich ganz süß. Ein bisschen schade, dass wir so viele Silben da hinten in der letzten Zeile haben. Die Bienen, die Blumen blühen auch, es gibt Honig für den Bauch, könnte man auch machen, aber wenn man es sehr langsam singt, bald gibt's Honig, so ein bisschen für den Bauch. Ich finde, sowas kann man am Ende des Liedes ruhig mal machen. Ja, wenn es dir gefällt, vielleicht könnte man das wirklich sogar für ein kleines Geschichtensäckchen dann mit Bienen oder für eine kleine Tischbühne oder so machen. Gib mir doch mal Feedback, ob dir es gefällt. Ich glaube, ich werde mir das noch ein bisschen durch den Kopf schieben und freue mich, dass du mir diese Aufgabe gestellt hast. Ja, also, Annette von Keterkiste, vielen, vielen Dank.